Seht ihr das? Diese zwei schönen Striche. Ich liege schon seit 10 Tagen flach. Seit gestern geht's wieder ein bisschen, aber immer noch nicht besonders. Immerhin, ich kann hier im Atelier ein bisschen arbeiten, gucken, dass die Filme fertig sind. Und von daher ein bisschen Tee noch trinken und vorsichtig sein. Ich glaube, dass meine Erzählerin auch gerne nur einen Tee getrunken hätte, damit es wieder geht. Ihre Geschichte ist sowas von heftig. Echt. Und wie sie es erzählt, wie, naja, fast heiter. Da hat eine Frau mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Und das will was heißen bei der Vergangenheit, echt. Adoptiert, wusste es nicht. Auf der Straße riefen ihr die Kinder nach. Sie rannte nach Hause, konnte es nicht glauben. Und tatsächlich ihre Eltern, es waren ja ihre Eltern im liebevollen Sinne und auch im rechtlichen Sinne, versuchten ihr zu erklären. Aber dieses Ereignis hat sie umgehauen, so richtig umgenockt. Viel mehr als so ein blöder Virus da. Und sie hat Jahrzehnte gebraucht, um zu begreifen, was da eigentlich bei und in ihr passiert ist. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Ich hatte im Bett, hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen. Egal wie abgedreht das war. Sabine. Ja. Danke für die Einladung. Wir sind hier am Meer. Der Hammer, es ist gut heiß. Ich komme ein bisschen vor wie in der Sauna. Ja. Beim Aufbau. Aber es ist völlig gut. Deine Geschichte, Sabine. Ja. Die ist auch der Hammer. Wie die Hitze hier und die Umgebung. Und ich habe im Flyer von dir gelesen. Mhm. Und du wusstest nicht, dass du adoptiert warst. Hm. Wie hast du das erfahren? Das spielende Kinder. Also wir waren kleine Kinder, 6 Jahre, und haben uns gestritten, wie das so ist. Und dann hat ein Mädel rausgehauen, was willst du denn? Du bist doch sowieso nur aus dem Heim. Da kam so eine Ablehnung nur aus dem Heim. Und die 6-jährige Sabine steht da? Die schnallt da sogar, was das ist. Das war irgendwas Negatives. Wusstest du, was ein Heim ist? Oder? Ja, anscheinend ja, sonst hätte mich das ja nicht getroffen. Sonst hätte mich das ja nicht so zutiefst getroffen. Woher wussten die Kids, dass du aus dem Heim bist und du ja, nicht? Ja, die Nachbarn und das war eine Verwandte, die das wusste. Ah, okay. Aber die Nachbarn, das wusste ja jeder. Die Eltern aller Kinder auf der Straße wussten das nur ja. Nur du nicht. Nur ich nicht. Wie alt warst du? Als 6 war ich zu der ja, Zeit. Ja, aber als deine Eltern dich aus dem Heim holten? Ganz jung, also noch kein Jahr. Ich bin ja als Baby gekommen. Ja, das ist Mama für und mich Papa. Waren das eben Mama und Papa. Und auf einmal waren sie es nicht mehr. Witzigerweise habe ich ein Buch geschrieben, ja. Freiheit für Peggy Brown. Und die wusste auch nicht, dass sie adoptiert ist. Hm? Aber die war schwarz. die hat es auch nicht gecheckt. Und jetzt ja noch witziger. Also, ja. Also ja, witzig in, ja, Anführungsstrichen. Ja, in Anführungsstrichen. Aber die rannte dann heim und hat ihre Eltern konfrontiert damit. Und was hast du gemacht? Ja, auch. Ich bin heulend sogar heim und habe gefragt, ob das stimmt. Und ich wollte mir eigentlich abholen, das ist Quatsch, das haben die aus Wut erzählt oder aus Blödsinn. Aber das war so. Dass du wolltest hören, so ein Quatsch. Nein, ich meine, sie waren ja meine Eltern, sie hatten mich ja adoptiert. Ich war ja ihr Kind und ich habe mich bis dahin ja auch als ihr Kind gefühlt. Und dann kommt so eine blöde Bemerkung und man fühlt sich plötzlich nicht mehr als Kind dieser Eltern. Also ich denke immer, was da in der Psyche eigentlich abgeht. Kannst du dich noch daran erinnern? Das ist ja schon als 20 Jahre ja, her. Ja, den Satz werde ich nie vergessen. Auch den Wortlaut dieses Satzes nicht. Der hat sich so eingeprägt. Die Cousine, die hat mir später noch erzählt, das finde ich sogar witzig, sie sagt, sie hat lange, lange darunter gelitten, was sie mir da gesagt hat. Sie wusste das auch.
Und sie hätte sogar noch gesagt, du wirst niemals zu Gott kommen. Sagte die? Sie hätte gesagt, du wirst niemals zu Gott kommen können. Komischerweise, dieses kleine, auch sieben, sie ist ein Jahr älter als ich, ist eine ganz tolle. Ich habe ihr das nie für übel genommen. Und mein Bischof Gott, das hat sich ja auch verändert, aber da kommen wir später dazu. Ja. Aber wie kommt sie da drauf, dass ich nie zu Gott komme, weil ich so ein Adoptiv, also allein diese Gedankengänge, die in uns Kindern da abgehen, das ist schon interessant, oder? Naja, früher Heimkind, ja. Bastard, aber mit 6 Jahren wusste ich, ein Heimkind ist irgendwie was Komisches. Und du renntest nach Hause? Ja. Heultest? Heulen. Und Mama stellt dir vor, Papa? Wir haben auch geweint und haben mich in den Arm genommen. Wir wollten dich doch, wir lieben dich doch. Wir haben uns doch dich gewünscht und ausgesucht. Meine Mama konnte keine Kinder kriegen. Die hatte mal einen Blinddarmdurchbruch und da ist der ganze... Also hat es deine verletzte Seele berührt, dass Mama und Papa geweint haben und dich umarmt und gesagt haben, du bist mein Kind? Keine Chance. Ach, guck. Das Schlimme ist ja, die hatten keine Chance mehr, wirklich an mich ranzukommen, meine Eltern zu sein. Immer bis zu einem gewissen Punkt, ja, aber irgendwas war zerbrochen. Und diese ewige Sehnsucht nach dieser leiblichen Mutter, die mich weggegeben hat, die saß drin. Hast du rebelliert? Ja, ja, ich bin total rebellisch wohl geworden. Ah. Natürlich, ich erinnere mich oft nicht, da habe ich mich immer ein bisschen eher für lieb und rechtfertigend gefunden. Aber ich war schon frech. Und wie es weiterging, diese gestohlene, ich sag mal, gestohlene Identität, so empfinde ich es, oder dieses von der Kindschaft in eine Waisenschaft wiedergesetzt worden zu sein. Rückfall. Da lief ja alles in meinem Kopf ab. Hat mich zu einem liebeshungrigen Mädchen gemacht. Und dann waren dann so erwachsene Verwandte, die waren um viele, also über 10 Jahre älter als ich. Und die haben das ausgenutzt. Von welchem Alter sprechen wir jetzt? Von also ich war 6, da war der Jüngste 16, der Älteste über 20. Und du wurdest vergewaltigt? Du hast mitgemacht? Benutzt. Ja, ich wurde benutzt, um die Männer zu befriedigen. Sich das wie so ein roter Faden? Ja, 3 Jahre lang ging das. Immer wenn die auf Besuch waren oder wenn wir bei denen auf Besuch waren. Dann wusstest du, was kommt? Wenn die kamen? Ich war ja noch nicht mal so, dass ich ich habe das ja für Liebe gehalten. Ich habe das ja in meinem kranken Kopf für Zuwendung gehalten. In meinem entwurzelten Kopf für Zuwendung gehalten. Ich habe das gegeben. Und das war ja das, was mir später zum Verderben wurde dann auch. Wieso bist du eigentlich nicht weggelaufen? Wieso hast du das machen lassen? Wieso? Du bist schuld, schuld, schuld. Das hat sich ja so tief dann auch noch eingebrannt. Zog sich diese Linie durch auch in der Schule dann oder als Teenie? Alles zog sich immer durch. Immer die Suche nach der Liebe. Und die habe ich erst mal bei Männern gesucht. Das fing schon früh an. Was heißt früh? Früh, ja, naja, dass man als 12-Jährige fängst du an, dich zu verlieben. Und ja, so, ja, klar. Das ist normal. Es ist die Frage, ob man als 12-Jährige gleich mit einem 18-Jährigen in die Kiste geht. Nee, oder? Das war später. Ich war ja auch ängstlich. Ich war ja auch so ein auch ein Glück, dass ich auch noch ängstlich dabei war. Das hat dann, ja, mit 15 dann. Aber dieses Suche und das... Dieses später zu merken, diese ganzen Männer, bei denen ich suchte, das haute nicht hin. Das waren alles selbst kaputtende Menschen. Und wir waren alle nicht liebesfähig. Und dadurch funktionierte auch nichts miteinander. Wie sah so eine Beziehung aus? Na, Drogen, Alkohol. Das ganze Programm war im Prinzip schon griffbereit. Also ich habe mit 13 für mich festgestellt, dass ich einen unheimlichen Hang nach Alkohol hatte. Und ich habe in der Schule, ist es oft passiert, dass wir Schnaps geklaut haben im Edeka oder Rewe oder was das damals war und haben den vor der Schule getrunken und auch gekifft vor der Schule schon. Mit 13? Ja. Und es ist immer wieder mal vorgekommen, dass man mich nach Hause tragen musste. Es war peinlich. Welchen Ruf hattest du in der Klasse? Also auf dem Gymnasium waren Lehrer, als ich zum zweiten Mal auf dem Gymnasium sitzen blieb und später bin ich auf die Realschule, musste da auch noch mal ein Jahr zurück, also insgesamt 3
Runden gedreht. Aber dieser eine Lehrer hat gesagt, und du wirst mir meine Klasse nicht versauen, du wirst es bei mir nicht gut haben, ich erkläre dir hier den Krieg. Und er hat mich kaputt gemacht auch. Also ich kann den Lehrer heute auch noch verstehen. Schon irgendwie, ne? Ja. Wenn er jetzt mein Kind dabei gewesen wäre. Weil ich habe die lieben, braven Mädels aus seiner Klasse mit Alkohol abgefüllt gehabt. Also ich habe die nicht abgefüllt, aber die haben mitgemacht, animiert. Ich verstehe den, aber den habe ich natürlich gehasst. Und dieser ganze Hass, der ging natürlich in Rebellion über. Also das war schon ein Drama. Wie hast du rebelliert? Ich glaube, ich habe viel gestört, ich habe viel blau gemacht, habe draußen gesessen. Also dieser Lehrer hat mich grundsätzlich rausgeschickt. Der hat nicht zugelassen, dass ich auch nur einen schrägen Misston in seiner Klasse Wie haben denn meine Eltern darauf adoptiv? Meine Eltern, mein Papa war Lehrer. Im vierten Schuljahr war das schon, dass ich zum Nachsitzen zu ihm musste. Aber da war ich noch, da ging das alles. Das war keine, weiß ich nicht, da war ich halt ein bisschen normal, ein bisschen flippig oder so. Das auch im Gymnasium. Wir mussten morgens die Lehrer anhauchen vor der Schule, ob wir getrunken hatten oder nicht. Und dann hatte ich eine furchtbare Angst vor der Schule. Es widerspricht sich ja eigentlich. Ich hatte immer eine riesen Klappe und eine riesen Angst. Also ich habe wahrscheinlich die ganze Angst mit dieser großen Klappe und Rebellion übertüncht. Ich habe das auch erst später selber gemerkt. Also ich habe immer gedacht, ich wäre mutig. War mir klar, dass ich kein Angstschisser war, das ist mir erst viel, viel später. Dass du ein Schisser heute warst? Heute weiß ich das, das ist aber immer noch. Ich kämpfe immer noch um alle Siege, erstmal mit Angst. Dann war die Schule vorbei, du hast sie gerade noch geschafft, wahrscheinlich mit Ach und Krach. Ja, und dann, ich bin ja dann auf Realschule gegangen. Okay, ja, und richtig. Das war schön, da hatte ich der Direktor von Realschule, das muss ich wieder sagen, also man merkt so, ich hatte gute Eltern. Und mein Papa ist dann zu dem Lehrer gegangen und hat gefragt, ob er mir noch eine Chance geben würde. Und dieser Lehrer hat sich darauf eingelassen, der Direktor. Und weil der mir diese Chance gegeben hatte, habe ich gedacht, dem Mann werde ich nicht enttäuschen. Ach. Interessant, oder? Ja. Und dann habe ich mit der Reife gemacht. Natürlich auch mit Achen und Krachen. Ich weiß, mir haben viele dabei geholfen, dass ich überhaupt da irgendwie... Ich habe ja auch nichts gelernt. Nichts. Ich habe keine Aufgaben gemacht, nichts. Es funktionierte alles irgendwie. Du hast aus dem Stegreif her die mittlere Reife durchgehauen. Ja, ja, und so später meine Erzieherausbildung ist auch so ähnlich gelaufen. Ich erinnere mich daran, dass die ganze Klasse bei Abgabetermin für eine Werkmappe morgens vor der Abgabe angefangen haben, meine Mappe mit mir zu helfen, die Mappe noch fertig zu machen. Überall waren sie am Faltmappe, war das, glaube ich, oder so. Damit ich diesen Abgabetermin einhalte. Und gab es danach den kompletten Absturz? Nach der Ausbildung? Ja, da ging alles ziemlich schleichend. Was heißt kompletter Absturz? Ich habe dann einen Mann kennengelernt. Also ich hatte immer wieder auch längere Beziehungen, habe mit den Männern zusammengewohnt in Wohngemeinschaften. Wir hatten eine Wohngemeinschaft, da stand im Flur, wen der Deivel nicht gebrochen kann, den schickt er in den Mittelstrauß. Also wen der Teufel nicht gebrauchen kann, da lebten wir in dieser Wohngemeinschaft. Also ich hatte immer so Freundschaften, wo ich dann lebte. Und dann lernte ich eben einen heroinsüchtigen Mann kennen. Und der hat mich sowas von fasziniert. Und der war gerade 3,5 Jahre aus dem Gefängnis entlassen. Oder war sogar nur der Knasturlaub, musste nochmal zurück. Die Geschichten, die er erzählte, oder der Typ an sich hat dich fasziniert? Der ganze Typ, ich kann es nicht sagen, der ganze Typ. Der stand da und dann war es für mich vorbei. Und es war eine Katastrophe. Das war eigentlich selber ein Mann, der aus so einem schlimmen Elternhaus kam. Seine Mutter und seine Schwestern waren Prostituierte. Und er hat schon mal Geschichten erzählt, dass er mit 3 Jahren auf der Brücke stehen gelassen wurde, weil seine Mutter mit zu einem Freier ging und so. Und also auch ein ganz kaputtes. War der auch älter als du? Nee, der war so alt wie ich. Und der ist mit 15 nicht mehr in die Schule gegangen. Die Polizei hatte noch ein paar Mal versucht. Die haben den aber gar nicht mehr in die Schule zurückbekommen. Der ist dann nur noch irgendwo, hat der in irgendwelchen Wohngemeinschaften und so gehaust. Überlebt. Im Gefängnis und so. Ja, und in den habe ich mich dann... Ja, und dann haben wir uns erstmal im Gefängnis geschrieben, hin und wieder. Und er hat tolle Briefe geschrieben und... faszinierend einfach auch so. Ja,
Was hat die Beziehung aus dir werden lassen? Naja, ich habe erst versucht, ihn mit meiner Liebe gesund zu lieben. Mit deiner Liebe? Also die ja nicht funktioniert. Genau, eine, die nicht weiß, genau, was Liebe ist, sagt sich, ich will ihn gesund lieben. Ja. Mhm. Und er ging natürlich total schief. Klar, ich meine, du warst verliebt. Ja, ja. Da finden sich alle möglichen Argumentationen dafür. Ne? Tja. Was heißt, ging schief? Ja, ich habe ihn dann im Gefängnis wieder besucht. Also er musste wieder, also wir waren insgesamt vielleicht drei Jahre zusammen. Wir waren ein Jahr verheiratet. Hast du ihn geheiratet, während er im Knast war? Nee, ich habe ihn geheiratet, nachdem er mir im Knast erzählt hat, er ist im Knast mit einem Gefängnisprediger in Kontakt gekommen und mit einem Insassen, der zu Gott gefunden hatte. Und er war sowas von beeindruckt und fasziniert, was er da von den Menschen hörte, dass er auf den Besuchen so am Schwärmen war. Von Gott? Von Gott und von Jesus. Und du kommst dahin in der Schwärm von Gott? Ja, in einer Tour. Und da merkte ich, da hat den was gepackt. Den hatte was gepackt, das hatte ich vorher noch nie so an ihm gesehen. Und hat dich das auch gepackt oder eher abgestoßen? Ja, erstmal wollte ich ja wahrgenommen werden, aber das war nicht so ganz. Und du musstest ja wahrscheinlich auch ein paar Kilometer dahin fahren. Was war über 3 Stunden. Und dann teilweise mit dem kaputten Auto, mit dem kaputten Anlasser, dass ich gucken musste, wo ich an Bergen parke. Und dann hatte ich manchmal morgens ganz früh einen Termin und bin dann nachts schon losgefahren und so. Also es war schon, bin einmal mit einer Gaspistole dahin. War das Auto ganz kaputt, dann bin ich getrennt. Dann habe ich mir in der Nachbarkneipe eine Gaspistole geliehen und bin dann hin, weil ich Angst hatte vom Trempen ohne Schutz. Und dann bin ich in dieses Gefängnis rein. Und Sirenen an. Nee, aber ich wollte die Pistole abgeben, weil ich vorher bei einem vorigen Besuch total gefilzt worden war. Und da hatte ich mir zwischen die Zähne so ein bisschen Haschisch gesteckt, wollte ich ihm beim Küssen geben. Und irgendwie haben die meine Nervosität gespürt da und haben mich komplett gefilzt. Und im nächsten Besuch bin ich mit der Gaspistole dahin und wollte die abgeben, vorne, direkt an der Pforte, damit die nicht denken, ich will den befreien oder so. Und die schoben mich aber einfach in dieses Zimmer rein. Nun gehen Sie schon. Und dann stand ich in dieser Tür und war total verzweifelt und habe die aus der Jacke genommen und habe gesagt, ich muss das noch abgeben. Und dann standen direkt, haben sie gesagt, ja. Und in dem Pförtnerhäuschen, der Mann, der saß da, der guckte, der hatte so einen Stift im Mund. Und der fiel auf. Also es war wie so ein Film. Ja, das war ein Slapstick. Ja, das sind natürlich so diese Sturm- und Drang-Erlebnisse. Dann habt ihr geheiratet, nachdem er rausgekommen. Dann haben wir geheiratet, nachdem ich ihm bekannt habe, dass ich jetzt nicht mehr dass ich einen neuen Weg gehen will, den Weg mit Gott. Also ich hatte mittlerweile auch zu Gott gefunden. Wie? Ja, indem ich einfach mal wissen wollte, was steht denn in so einer Bibel. Und ich weiß noch, da hat mir ein Freund von uns, der auch völlig fertig war, hochgradig heroinsüchtig, der brachte mir eine Bibel vorbei. Fand ich auch so schön irgendwie, wie Gott so alles benutzt, um einen irgendwie dahin zu bringen, wo er einen hinhaben möchte. Die kaputte Sabine? Ich war nie heroinsüchtig, doch, ich war sehr kaputt. Aber ich war vor lauter Angst nie heroinsüchtig geworden. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ich nicht zum Glauben gekommen wäre, da kam Crack zu der Zeit auf den Markt und die fielen alle um, die wurden alle Crack-abhängig, unsere ganze Bekanntenkreis. Und ich war gerade zum Glauben gekommen und war raus. Ich hatte immer gesagt, Gott, aber das Kiffen, das behalte ich. Kiffen ist ja nicht schlimm. Und dann habe ich auch weiter gekifft und dann merkte ich immer mehr, wie dieses Feeling vom Kiffen, das wollte ich gar nicht mehr haben. Das letzte Mal, wo ich gekifft habe, habe ich mich in eine heiße Badewanne gesetzt, um dieses Gefühl loszuwerden, um normal zu werden. Und da habe ich gemerkt... Das ist volle Schocktherapie. Ja, und vor allen Dingen habe ich da gemerkt, wie Gott mich am gesund machen ist, dass ich das, was ich liebte, auf einmal merkte, das ist gar nicht so schön. Das Natürliche, was du von Natur aus hast, ist viel besser. Wie alt warst du da? 25, 26. War das der große Wendepunkt in deinem Leben? Mhm. Ja, und dann schrieb mir mein Mann, er wollte mit mir diesen Weg gehen.
nachdem den ich Weg ihm der auch Heirat, nach, den Weg des gemeinsamen dem, Lebens? Nee, den Weg mit Gott gemeinsam. Diesen neuen Weg mit Gott. Mhm. Mhm. Ja, und da habe ich mich drauf eingelassen und habe es geglaubt, ich habe es glauben wollen. Ich habe nicht wahrhaben wollen, dass er bei ihm alles noch nicht so ist. Er wollte mich nicht verlieren. Und er wusste, und er hat mir mal gesagt, ich wusste, wenn du mich heiratest, läufst du nicht mehr fort, du bist ja jetzt fromm. Verdammt, oh. War das berechnend ja. auch, ne? Nur, also da hat er die Rechnung ohne Gott gemacht, gell? Weil eigentlich ist das ja für dich so ein Wendepunkt, wenn ich das so richtig verstehe. Naja, ich bin dann aber schwanger geworden in der Zeit, wo wir verheiratet waren. Und ich bin dann hochschwanger aus der Wohnung, aus dem Haus. Also wir hatten so ein kleines Häuschen, so wie das hier auch, so ein klitzekleines. Und da bin ich geflohen. Warum? Ja, weil ich furchtbare Angst vor ihm hatte, weil ich... Kam er raus und hat sich komplett verändert gehabt, oder? Nee, er kam raus und erst haben wir... ich merkte, das war für ihn ein unheimlicher Kampf, gut zu sein, irgendwie. Nichts zu drücken, nichts zu machen. Also es war nicht wie bei mir, dieses, was gefunden zu haben, sondern bei ihm war da eine furchtbare Anstrengung, irgendwas zu sein. Heute denke ich, was er noch nicht war oder nicht... Und dann wurde das Eheleben zur Hölle. Ein Drama. Er hatte dann eine Freundin und ich war schwanger und dann war viel mit Gewalt. Er hat mir mal einen hochschwangeren Bauch getreten und hat mich nachts oft aus dem Bett gezerrt und es hat mich mal an die Wand gestellt und wollte mich schlagen. Und da habe ich so erlebt, wie Gott sich vor mich gestellt hat. Und zwar nahm er so seine Hände und wollte auf mich losschlagen, weil ich einfach irgendwie wahrscheinlich was gesagt hatte oder was wieder... Was ihm nicht passt? Ja. Gut, es passt ja gar nichts. Ja, aber. Hat nie was zum Schluss halt nicht mehr gepasst. Und dann wollte er mit der anderen Hand zuschlagen und dann ging das auch nicht. Und dann stand er so vor mir und ich merkte, wie die Gesicht entgleiste. Und dann ist der rumgedreht und weggerannt, wie von einer Tarantel gestochen, mitten in der Nacht und ist nicht mehr wiedergekommen, tagelang. Und die Zeit habe ich dann genutzt. Ich weiß gar nicht, wann er dann wiedergekommen ist. Ich bin dann geflohen. Bin dann erstmal zu einer Freundin und habe gefragt, ob ich eine Nacht bei ihr schlafen darf. Und auf dem Sofa durfte ich dann schlafen. Und in dieser Nacht, also sie sagten mir vorher noch, guck mal, hier ist auch noch was für dich abgegeben worden. Und dann hat mir eine Frau, die ich nicht kannte, die aber nur gehört hatte von meiner Not. Die hatte einen Umschlag für mich deponiert. Da war richtig viel Geld drin. Für damalige Verhältnisse konnte ich da einen ganzen Monat von leben oder noch mehr sogar. Und und auf dem Sofa bin ich eingeschlafen und habe so eine schöne Musik gehört, so wunderschön. Und Im Traum? Also es ist auf jeden Fall nicht es real. Es war nicht real und es war so, dass mir ging es so gut und eigentlich ist es ja eine Situation, wo es einem nicht gut geht. Und habe dann einen Traum gehabt von einer Wohnung, wo ich mit meinem Kind drin leben würde. Und genau in dieser Wohnung, die ich gesehen habe, in diesem Traum, habe ich später gelebt. Also nicht später, das ging sehr schnell. Die Wohnung stand da, da war eine Oma gestorben und ich konnte einziehen. Schon sehr beeindruckend, wie das dann so passiert, ne? Ja, das war eine Hat das dein Leben verändert oder bist du auch noch abgestürzt? Oder? Nee, es hat mich erstmal, ich habe gestaunt über diesen Gott. Ich kriegte ein Jahr Babynahrung umsonst. Da hatte eine Ärztin in der Klinik, wo ich die Entbindung hatte, einen Preisausschreiben auf meinen Namen gemacht. Dann kriegte ich jeden Monat so kleine Glas-Babyfläschchen, die waren schon gefüllt. Da braucht nur der sterile Stopfen drauf, der steril verpackt war. So richtig schöne Glas. Und ja, ich konnte halt nicht stillen, weil ich viel zu nervös war und Brustentzündung und so. Deswegen, aber Gott wusste das. Ich kriegte ein Jahr lang diese Babynahrung. Und dann kamen ganz viele Leute, als der David dann da war, und brachten Geschenke vorbei. Es war einfach, ich habe gedacht, das ist ja wie bei Jesus. Also ich war sehr, sehr bewegt von Gott zu der Zeit, sehr bewegt. Und da war ich Kind meines Gottes geworden und froh und glücklich und glücklich über dieses Geschenk, dieses Kind zu haben. Es waren schöne Jahre, die ersten, 3, 4 Jahre. Und dann
bin ich in so eine religiöse Gemeinschaft reingerutscht. Erst verstanden wir uns alles sehr, sehr gut. Aber ich habe wieder diese Liebe zu diesem Gott verloren, weil durch diese Prägung irgendwie wurde ich wieder zu diesem Weisen oder Diener, der wieder dienen muss, der wieder was bringen muss, um diesem Gott zu gefallen, der funktionieren muss. Und da habe ich dann lange drin gesteckt. Das ist ja furchtbar. Über die Tour ist mein Sohn ausgebrochen. Der hat das irgendwann nicht mehr ertragen können. Wie lange warst du in dieser Gemeinschaft? Fast 15 Jahre mindestens, wenn nicht noch mehr. Und hast funktioniert und hast gemacht. Ich habe funktioniert, Röcke anziehen, bei Kopftuch beim Beten und nur lange Röcke. Ich habe mich manchmal geschämt, weil ich auch gerne mal ein bisschen anders fetzig oder Fingernägel lackieren wäre gar nicht. Nee? Nee, glaube ich nicht. Hätte ich gar nicht gewagt, sowas. Du warst aber Single. Ja, das war ja auch noch. In dieser Gemeinschaft war ja auch eine Geschiedene. Ich war mittlerweile geschieden. Ach, hast du auch noch einen Stempel drauf? Geschiedene, Sabine, kann ich geschieden, mehr. Ja. Rock. Und dann habe ich das so angenommen. Habe gedacht, ja gut, Gott, ich liebe dich. Ja, dann folge ich dir eben. Dann bin ich wie so ein Lamm zur Schlachtbank irgendwie so hinterhergetrottet. Weil ich ja diese Liebe, die Gott mir ja geschenkt hatte, oh, die hatte ich ja. Ja, es war schlimm. Wir waren alle da irregeleitet. Ich will da auch keine Vorwürfe machen oder so. Wir waren alle, lagen dieser irrigen religiösen Meinung auf. Bist du ausgebrochen nach 15 Jahren? Nee, mein Sohn ist ausgebrochen. Ich bin umgefallen dann. Ich bin erstmal wieder in totale Männergeschichte. Also, Moment, dein Sohn brach aus. Der brach aus. Das heißt? Der ging weg von zu Hause. Ja. Ich hatte irgendwann, ja, etwas schwierig Vorsicht, mit Mikro. Ihm. Vorsicht, Mikro. Kein Problem. Es war schwierig mit ihm geworden. Und als Alleinerziehende, er war schon, wie soll ich sagen, er hatte eine Autorität mir gegenüber. Ich wäre über irgendwann nicht mehr gegen ihn angekommen. Heute sehe ich auch so ein bisschen, ich habe zwar überreagiert, aber ich denke, Gott hat auch ein Stück weit gewusst, wir wären aneinander kaputt gegangen, beide. Er mit seiner Rebellion, die er ja auch, ich meine, war mein Kind und Kind meines Mannes wohl. Also er bricht aus und du brichst zusammen. Ich brech zusammen und fange wieder an, aus Verzweiflung, Männergeschichten, aber manchmal teilweise nur, um nicht alleine zu sein, nicht weil ich irgendwie da... Dann Alkohol, jeden Tag zum Schluss dachte ich, boah, das, irgendwann schnappt diese Falle zu. Und das Schlimmste war nachher, da hatte ich immer wieder so merkte, die Männer, ich habe immer das dann, wie diese alte Geschichte, die wollen dich nicht. Da lässt sich keiner auf dich ein. Komplett hoch. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, was haben denn andere Frauen, was ich nicht habe? Und dann bin ich pornografiesüchtig geworden. Das ist so eine Gefahr, da reinzugucken und drin stecken zu bleiben. Das war so furchtbar. Ich habe mich gehasst, ich habe mich verabscheut. Und dann habe ich irgendwann, Gott hat mich wieder so aufgehoben. Da fuhr ich wieder zu einem Typ und habe ganz bewusst gesagt, so Gott, du siehst ja, wo ich jetzt hin will, da kannst du nicht mit, ich weiß. Aber ich muss dahin, weil die bin ich. Die, guckst du dir an, die bin ich. Also das war die wirklich kaputte, die, die es nicht hinkriegt, die hier pornosüchtige Frau. Und dann hat Gott mir innerlich dieses Bibelwort, aber das war wirklich in mich reingesprochen. Und wenn du schon wandertest im Tale des Todesschattens, ich bin bei dir. Und dann habe ich gestreikt und habe gesagt, ja, Todesschaden schön und gut, wenn ich den nicht selbst verschulde, aber hier, das mache ich ja extra, das will ich ja, das mache ich ja. Und dann hat Gott gesagt, ich gehe mit dir bis an die finsteren Orte, ich lasse dich nicht, ich gehe mit dir, ich rette dich, ich hole dich da raus, vertraue mir. Und dann habe ich trotzdem weiter getrunken, trotzdem weiter gemacht, aber in mir war was eingekehrt, das, was ich nicht mehr hinkriege, aber Gott in mir wird es hinkriegen. Diese Gewissheit, die wuchs und wuchs und wuchs. Was hat es in dir bewirkt, dieses Liebe, ich da platzte, gehe mit dir? Da platzte was in mir auf, als wenn Gott mir klar macht, ich liebe dich nicht, weil du funktionierst, ich liebe dich, weil du bist. Das war so,
ich liebe dich. Und dann fielen mir auch so Sachen ein. Ich war ein weggegebenes Kind, aber mir wurde ja klar, damals schon bei meiner Bekehrung, dass Gott mich will, dass Gott mich wollte. Und das hat er mir viel später nochmal auf so eine wunderbare Weise klar gemacht, indem ich merkte immer noch dieses Weggestoßen, Weggegeben, das nagte auch noch, als ich schon hier wohnte, also vor 7, 8 Jahren. Und da ist mir mal so groß geworden, da hat Gott mir mal ein Bild gezeigt, diese Hände um den Embryo und so diese, ich habe dich gewollt, ich habe dich geschützt, ich wollte nicht, dass du nicht auf diese Welt kommst. Und es war auf jeden Fall so, als du das spürtest, dachtest du nicht, ich muss jetzt irgendwas leisten, tun, machen, sondern du hast ja dein Leben im Prinzip fortgesetzt. Ja, weil ich wusste ja, ich komme da alleine gar nicht raus. Ich kann nicht ab heute jetzt das und das und das nicht mehr tun. Das war mir ja vollkommen klar. Weil in mir war ja auch die andere Seite, die am liebsten gut funktioniert hätte. Aber merkte, die musstest du ja 15 Jahre lang sein. Die ja, funktioniert. Genau. Die hat auch funktioniert. Ist ja verrückt, oder? Ich war in einem guten, behüteten Zäunchen. Heute denke ich manchmal, dass dieses Zäunchen auch Vorteile hatte. Also ich, und zwar die Vorteile, dass ich nicht so direkt erstmal rausgeschmissen war und schwimmen musste, sondern in so einem, weiß ich, auf einem wackeligen Floß vielleicht. Und als er mal ein bisschen gekippt hat, bin ich ja dann reingefallen und dann musste ich schwimmen. Aber dann war ich vielleicht so weit, dass Gott mit mir da mich, ja. Deine Beziehung zu Gott, wurde die dann stärker nach dieser Erfahrung? Ich bin mit dir und du fuhrst im anders. Vorher war es so in diesen kaputten Zeiten, da habe ich mich immer so gesehen wie diese Frau, die an Jesus Rockzipfel da hing. So einfach festklammern. Er geht weiter und ich klammer mich fest. Er zieht dich hinterher, du. Ja, ich halt, er macht ich halt gar nichts, fest. Ich halt nur. Ja, nee, er hat noch nicht, also in meinem Bewusstsein hing ich an dem Zipfel und er ging weiter. Und hier war es aber plötzlich so, dass ich wieder so in diese Nähe kam, diesen Mut hatte, seine Liebe, diese Liebesbeziehung wieder aufzunehmen. Also, hast du dich geniert vor Jesus? Ja, ich denke schon, vor Jesus, vor den Menschen, vor allem. Vor den Menschen konnte ich es halt verstecken, vor Jesus nicht. Er wusste es ja. Und durch diese Prägung, es gibt ja viele Bibelstellen, die so missgedeutet werden können, dass man denkt, da steht ja auch dieser Gott in einer Tour und sagt, wehe, wenn und dann und wenn nicht, dann hast du Pech gehabt und so. Und irgendwann merkte ich, das ist ja gar nicht. Ich weiß noch, als ich aus dieser Gemeinde weggegangen bin, habe ich gesagt, so Leute, ich werde jetzt einen Weg gehen und werde einen Gott finden, den ihr alle nicht kennt. Diesen großen Satz habe ich gesagt und den habe ich später, ist mir der wieder eingefallen und der ist wahr geworden. Ich habe dann diesen Gott der Beziehung gefunden, diesen Gott, der sagt, komm in meine Arme, ruh dich bei mir aus, mein Joch ist sanft, sorg dich nicht, sei einfach bei mir. So diesen Gott, das habe ich ja auch so von den Titeln in meinen Büchern. Dieses eine Titel, wenn die Seele aufgehoben wird. Das war für mich einfach dieses, was ich erleben durfte. Die Seele wurde aufgehoben, ans Herz Gottes gelegt. Und die zweite Buch, da habe ich ja geschrieben, ich bringe selbst die Schwächsten noch heim, Gott. Auch das ist genau das, was mir ja passiert ist. Ich war ja nicht mehr. Ich funktionierte ja nicht. Lebst du heute unter den Schwächsten? Ich bin immer noch schwach, aber heute stehe ich dazu. Aber ich muss sagen, Gott hat mich viel, viel, viel freigesetzt. Also von diesen Süchten freigesetzt, das kann ich heute sagen. Das ist unglaublich schön. Was ich heute mehr habe, ist manchmal so, dass ich immer noch damit kämpfen muss, dass ich nicht so gut, ich bin vielleicht nicht so belastbar wie andere. Ich bin immer schneller zufrieden. Ich brauche keinen Perfektionismus mehr. Wie das ist ja nicht negativ. Nee, das sind positive Sachen. Aber in dieser Welt ist es schwierig, weil der Perfektionismus oder dass man das alles richtig und gut machen muss,
da eckt man dann schon einfach mal an. Sabine, wenn die Vergangenheit hochkommt, die Bilder der Vergangenheit, das passiert aber mit Sicherheit oft. Ja. Haben diese Bilder auch den Zweifel im Gepäck? Ich glaube noch nicht mal, dass das die Bilder der Vergangenheit sind. Ich habe den Eindruck, da ist ganz, ganz viel geschehen mit der Vergangenheit. Die ruht, da ist Frieden, ich konnte die Vergebung auch annehmen, auch mir gegenüber selbst vergeben. Ich glaube mehr, wenn so bei mir die Zweifel hochkommen, das ist wirklich aus dieser Lebensangst, die ja eigentlich immer sich wie ein Faden durch mein Leben gezogen hat. Und die will schon mal wieder aufstehen. Aber dann... Und was machst du dann? Ja, aber dann sage ich mir auch die Worte. Gott hat gesagt, ich bin das Leben. Wer mir nachfolgt, wird leben. Du erinnerst dich an die Worte Gottes. Genau, die sind stärker. Also das ist ja wieder die zwei Seiten. Diese Angstmache-Seite, die von der Finsternis kommt. Und dann diese Seite, die Gott an seinen Verheißungen und an seinen Fakten, die er geschaffen hat. Er hat mir sein Leben gegeben. Er hat mir hier seine DNA reingepflanzt. Ich bin mit ihm umgeben und in mir lebt er. Und das das wird immer so viel stärker wie die andere Seite, die so wieder so wusch dahin kommen möchte und alles platt machen möchte. Der Kampf ist schon immer wieder da, aber ich merke, wie diese Seele sich immer mehr unter diesen Geist Gottes in mir unterordnen kann. Also sie lässt immer mehr zu, dass da eine Unterordnung stattfindet. Vielen Dank. Sehr, sehr eindrücklich, ehrlich. Darf ich noch meine vier Schlussfragen loswerden? Ja. Gibt es ein Buch? Ja, habe ich hier irgendwo liegen. Links von dir liegt was? Ich habe, als ich hierher kam, habe ich irgendwo in der Bücherbuchhandlung dieses Buch gesehen, Das Haus an der Küste. Man muss dazu sagen, dass du direkt mit Blick aufs Meer hier lebst, ne? Ja, ich meine, das ist natürlich, so lebe ich nicht. Ich lebe aber trotzdem. Heute Nacht war ein schwerer Sturm. Echt? Ja. Und Gewitter und das ganze Programm. Ich habe mal kurz Blitzen gehört, aber mehr nicht. Ja. Ja. Und das Buch hat mich so beeindruckt dann. Das Haus an der Küste. Weil das ist so spannend geschrieben. Ist so ein bisschen auch mit Fantasy reingebracht. Und zwar ist das ein Mann, der erbt ein Haus. Das ist so ein IT, weiß ich, Profi, reich, schön, die schönsten Frauen. Und dann, er beginnt... ihm gehen die Türen Stück für Stück auf, diesem Gott zu begegnen. Und auf so eine feine Weise geschildert, das habe ich also, ich glaube, dreimal sogar gelesen. Das ist bei mir absolut selten. Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? Ja, zu all diesen verlockenden Sachen, die ich meinte, die toll wären. Ich bin im Moment so, ich lebe im Moment sehr, sehr gerne so ein ruhiges Leben. Ich stehe morgens gern früh auf und gehe auch abends gern zeitig schlafen und höre mir lieber noch was an. Also der Reiz dieses Partylebens oder so oder Actionlebens, das hat sich so verändert bei mir. Ich gehe lieber raus in die Natur oder schlafe auch mal im Auto draußen im Wald oder an der Küste gibt es schöne Plätze, als irgendwie meinen, ich müsste wieder Party und tanzen und so. Das hat sich verändert. Also mein Leben hat sich einfach verändert. Meine Vorlieben haben sich total verändert. Und das ist ein guter Übertrag und Übergang zu der dritten Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, hast du ja im Prinzip gerade gesagt, die du dir angeeignet hast in diesen Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert? Ja, ich merke schon, dass ich ein Stück weit auch eine Struktur tut mir gut. Hätte ich früher auch nie gedacht. Aber... irgendwie tut's gut. Sabine und Struktur waren Widersprüche in sich, oder? Ja, das passte gar nicht. Ich bin auch nicht der Strukturmensch, wie jetzt, wenn ich die Besucher im Sommer jetzt auch so habe, dann bin ich auch abends, sitze ich mit denen mal am Strand und gucke einen Sonnenuntergang. Aber so insgesamt, so in den Wintermonaten habe ich sehr gemerkt, dass ich wirklich am Tag lebe und nicht mehr in der Nacht oder Nachtleben brauche. Letzte Frage, Plakatfrage.
Also hier bauen wir keins auf, weil hier ist nichts los. Wenn du dein, was würdest du aufs Plakat schreiben, Sabine? Ja, ich habe ja immer diesen Lieblingsmensch so, dass ich mich immer als Gottes Lieblingsmensch sehe. Das war sogar schon so, dass ich gedacht habe, aber Herr, wenn ich dein Lieblingsmensch bin und die anderen, dann wollte sowas wie Neid hochkommen. Verrückt, oder? Also was kommt drauf? Ich bin sein Lieblingsmensch. Sein Wunsch, den er sich erfüllt hat. Da kann man doch schreiben, ich bin Gottes Lieblingsmensch. Ja, ich bin Gottes Lieblingsmensch. Vielleicht unten drunter du auch. Hinterlass der Sabine dicke, fette Daumen, echt. So eine Geschichte. Für mich ist das immer so ein Beweis dafür, dass Gott Menschen nachgeht. So ganz unterschiedlich. Kriegt sie eine Bibel von einem Junkie. Also das ist der Hammer, oder? Ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass ihr auch erlebt, wie Jesus euch nachgeht. Keine Floskel, sondern dass es tatsächlich passiert. Wenn ihr auch checkt, egal wie mein Leben gerade aussieht, der mich ins Leben gerufen hat, liebt mich, nämlich Jesus selbst. In diesem Sinne, nächste Woche neuer Film. Und bis dahin, gute Gedanken und bleibt super fromm. Macht's gut. Tschüss.